zurück bei der Game Invasion. Und wir spielen jetzt Red Alert. Wir sind zu viert, wir sind im Team. Denzel ist bereit, Maxim ist bereit. Alle sind bereit. Johnny ist bereit. Hört ihr uns? Ja, wir können euch hören. Ja, mega. Hammer. Hört ihr auch mich? Ja. Gut, ja, Frage, unser Stream nicht. Also ich bin sehr schweigsam. Ja, bei mir ist auch sehr leise. Oh. Gleich hören wir uns ja eh nicht. Wir werden sicher auch lauter werden noch. Ich habe gehört, ihr seid ganz schön krass in dem Game. Ja, krass, dann hast du aber große Fehlinformationen. Das ist gut, weil ich habe, also das Spiel kam ja raus, da war ich 2, ne? Maxim war 20. Ja, und 20 Jahre später kam das Remaster raus. Und das hast du dann gespielt? Nee. Du? Naja, klar, ich habe das Original gespielt. Ich habe auch das Original noch gespielt. Wichtig ist, ihr könnt alle auf Twitter gehen. Ich habe für euch extra mal eine Bildorder, habe ich gepostet. Könnt ihr einfach kopieren. Ja, könnt ihr von mir einfach übernehmen, ne? So bin ich. ja, wir wären bereit. Wollt ihr noch irgendwie einen E-Sportler vielleicht ins Team holen, oder? Ich glaube, brauchen wir nicht. Also ich glaube, ich mache euch alleine. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Das Problem ist halt, also das mit dem Ingame-Sound, das ist so ein Bonus-Feature. Ja. Das kriege ich hier jetzt erstmal nicht hin. Ihr müsst euch wirklich krasse Panzergeräusche vorstellen bei mir. Gut. Und ihr müsst euch auch Rocket Beans vorstellen. Und Johnny. Let's go. Nee, mach mal hier Teams. Wir haben unterschiedliche Teams noch. Johnny und Maxim müssen noch in ein Team, Team 1. So, also ohne... Wert gelb. Also wir müssen uns auch jetzt muten, ne? Oder wie ja, das wäre besser. Ja, ich mute hier gar nicht. Ich nehme jede Info. Ich sag jetzt Tschüss und dann gehen wir all in. Und meine Zuschauer müssen ganz viel Fantasie haben, bis der Techniker da ist. Okay. Und oder die gehen einfach auf unseren Kanal. Ja, genau. Okay, so Rocket Beans. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay, ich drücke bereit. Du wolltest noch deine Farbe ändern. Ja, noch nicht. Sag das nicht. Nachher schicken die das rüber da, die Spione. Vielleicht geht das auch gar nicht. Ich drück schon mal bereit. Erst wenn die bereit sind. Ich werde als Letzter bereit, um meinen geheimen Trick auszuprobieren. Oh, ich bin so aufgeregt. Hier sehen wir auch die Karte. Mann, ich habe Unscheiß bei Command Conquer kriege ich jetzt was. Was ist das denn? Wieso ist denn der eine wie so ein hinkendes Bein rechts unten im Südosten? Was ist das denn? Na gut. Aber das ist wirklich strange. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Oh, ich bin so aufgeregt. Denzel, du fehlst noch. Ja, ich guck die ganze Zeit. Was ist denn mit deinem Plan? Der große Rotplan. Team Rot. Geht nicht, ne? Ja, es geht nicht. Ich drück hier auf bereit. Es liegt an der Farbe, oder was? Okay, jetzt geht's. Liegt doch an der Farbe, sonst shit. Ja, du bist nicht der Erste, mein der die Idee Mein geheimer Plan hatte. War, dass wir beide die gleiche Farbe haben und alle verwirren. Wichtig ist, merkt ihr die Karte, dass wir sehen, wo der andere potenziell ist. Okay, alles klar, merken wir. Los geht's. Danke, dass du mir heute Nacht um 3 die Bildorder geschickt hast. Erwarte Ihre Befehle. Natürlich. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. Sofort. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Es wird bereits gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Oh shit. Wird gebaut. Ich bin übrigens unten rechts. Leider nicht möglich. Kannst du schon sagen, wo du bist? Nicht so richtig. Doch, ich bin oben links. Fuck! Wir sind genau diagonal. Ja, Sir. Das ist nicht gut, oder? Wenn du unten rechts bist und nicht links oben. Wollen wir uns den unten links schnappen? Ja, okay. Oder? Okay. Ja? Kann auch oben rechts, aber also unten links. Der ist ja nicht ganz bei mir, ne? Der ist mehr so ein bisschen fast schon Richtung Mitte. Okay, Blau hat mich gerade versucht zu scouten. Abgeschlossen. Ich hab Panik. Die sind bestimmt schon, die haben bestimmt schon Atomraketen. Nein, nein, nein. Ganz easy. Wird gebaut. Oh, der wird schon direkt angegriffen bei mir. Das ist ja scheiße. Ja. Shit, das schaffe ich gar nicht. Ernsthaft? Die greifen gleich an, das ist ja mega viel. Mann! Bestätigt, in Ordnung. So, ich scoute bestätigt. Mal, aber ich in muss sagen. In Ordnung. Ah, okay. Siehst du ihn nicht auf der Karte, weil wir ja noch keine Karte haben, aber ich habe deinen Bauhofen alles gesehen. Er ist halt ziemlich nah bei mir, wenn ich ehrlich bin. Deine Raketen, ey, ich sehe deine Raketen, genau. Wenn du jetzt reingehst, kannst du ihn. Mach ich. Ich lenke ihn ein bisschen ab. Ich sehe es ja. Alles gut. Oh shit. Einheit verloren. So, jetzt. Du musst dich aber beeilen. Weil ich habe ja keine Einheit mehr. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ihre Befehle? In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle.
Ja, das war gut angestresst. Den haben wir angestresst, der ist richtig angestresst bestimmt. Der schwitzt wie nix Gutes. Ich mach meine 5 Panzer und dann komme ich direkt beim Gegner rein. Ne? Ja, komm bitte, direkt beim Gegner rein. Panik, Panik. Panik. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Energieniveau. Okay, ich greife jetzt gelb an wieder. Einheit bereit. Wird gebaut. Gestoppt. Ja, Sir. Du greifst an? Ja. Ich komme. Ich mache ihm seinen Sammler kaputt. Sobald du ihn ablenkst, kann ich mit 4 Panzern. Wunderbar, Sammler eine seiner Einheiten sind tot. Abgeschlossen. Super, er ist dran. Er ist so gut wie im Arsch. Wir haben ihn, Alter. Bestätigt. Kommst du bei gelb? Ich bin gleich da. Ja, Sir. Wunderbar, jetzt knall rauf. Bestätigt. Er hat ein paar Panzer jetzt wieder. Aber er hat vor allen Dingen jetzt keine Baracken mehr. Ja, das ist wunderbar. Baracken. Ey, wie kann man über Leute fahren? Einfach, okay, einfach hinter sie klicken. Hinter sie klicken. Ich gehe jetzt auf den Bauhof. Okay, das war's von mir. Bauhof ist aber halb tot. Oh, wir haben sie. Oh. Verloren haben sie. Simon. Was, da kommen welche? Nee, ich bin gerade zurück zu meiner Basis und die ist weg. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja. Wir haben deine Basis. Aber gut, dann machen wir dasselbe. Ah! Hast du hier. Sind blau deine? Ja. Unzureichende Finanzmittel. Nee, blau bin ich nicht. Blau, oh shit, dann ist schade. Dann ist ein schlechtes Zeichen. Bestätigt. Bestätigt. Melde mich. Bestätigt. So, ich mache mich mal bereit auf einen Gegenangriff. Die suchen auf jeden Fall gerade nach uns. In Ordnung. Ja, ja. Oh, sie haben mich gefunden. Ja, Sir. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Ja, Sir. Bestätigt. So ein Mist. Shit. Okay, wenn du mir helfen kannst, wäre jetzt die richtige Zeit. Er hat noch einen Panzer, 2, 3 Panzer. Shit. Ich helfe dir. Ich bin tot. Mit Beistand. Shit, ich bin so gut wie tot. Oh Gott, wo hat er denn diese Panzer her? Das ist doch, als wäre nur 2 Minuten angefangen. Was hat er denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Was hat er denn gemacht? Keine Ahnung. Okay. Aber wir haben doch, da war doch eigentlich alles. Wir haben doch richtig angefangen. Ich versuche natürlich jetzt noch ein bisschen irgendwie ihn aufzuhalten, aber es ist vorbei. Alter. Ich glaube auch. Ich schreibe mal GG rein. Puh, das war nicht schlecht. Was meinst du vor der Sendung? Wir schaffen eh nur ein Spiel, ne? Ja, ich wusste ja nicht, dass die so schnell gehen, die Dinger. Ja. Aber ich dachte, wir hätten es jetzt geschafft. Ich dachte, wir waren gut. Da kommt ja zu Hilfe. Ich habe mich voll auf die gegnerische Basis konzentriert. Und als ich zurückkam, war meine weg. Ist dir sowas schon mal passiert? Ich habe nicht mal eine Meldung gekriegt von wegen hinterlistiger Typ. Ratte kommt von hinten. Das war so, die versucht dich zu erreichen. Der AB geht ran und dann, ach komm, jetzt können wir es auch lassen. Tut mir leid, der Commander ist gerade nicht zu erreichen. Aber es war gar nicht so schlecht, wenn wir uns jetzt, also die hatten doppelt so viele Panzer. Der eine, der blaue. Du musst dich entmuten, MTS. Ich habe es! Ich habe es vernichtet! Das war gut. Das also war richtig für so ein gut. Übungsspiel habt ihr euch ja ganz schön angestrengt. Maxim, da muss ich sagen, das war, wie hast du es geschafft, so schnell so viele Panzer zu bauen? Hammer. In Germany we call it economy. Siehst du getötete Einheiten? Ja, du warst fleißig. Ich war komplett im Arsch. Ich bin Captain Gebäude. Du bist Captain Gebäude, ich bin Captain, ich werde getötet. Und töte zurück. Ja, noch eine Runde, ganz schnell. Ja, man nennt es das Countertöten. Einfach direkt weiter. Oh nein, nochmal. Ja, okay. Wir müssen uns nochmal zusammenklicken. Das ist ja scheiße. Wie zusammenklicken? Ja, es ist wieder rausgegangen. Bin ich rausgeflogen? Seid ihr im Spiel? Ich schick dir in TS gleich den Code, okay? Das wäre sehr gut, ja. Ja, dann machen wir das doch so. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Oh, das ist ja voll doof, dass man da rausfliegt. Ah. Wie schickst du ihn denn? Also kriege ich ihn von der Regie oder? Du kriegst ihn von deiner Regie. Okay. So, ich muss jetzt mal den Teamspeak wegmachen. Oder also, ihr habt Teamspeak offen. Jetzt möchte ich kurz mal eine Frage. Ja, ich bin jetzt bereit. Entschuldigung, ich habe mir so eine schöne Bildorder aufgeschrieben. Ja. Und zwar Powerplant, Baracken, Raffinerie und dann 2x War Factory. Das ist doch auch, was ihr macht, oder? Das ist doch ungefähr. Also ich möchte jetzt keine Betriebsgeheimnisse rausgeben. Na komm, sei doch mal ein bisschen hilfreich. Wir haben über Monate trainiert. Also bei uns gibt es ungefähr 16 verschiedene Bildordern. Ach scheiße, keiner hört mich. Maxim, doch, wir sag hören du's. Nicht. Wir hören dich. Aber bei uns keiner. Aber wir waren in Korea zum Trainieren. Mehr möchte ich nicht sagen. Also ich kann sagen, also im Prinzip ist es ganz stumpf. Du spammst natürlich entsprechend kleine Panzer. Das hast du, glaube ich, Simon richtig gemacht, ne? Kannst du mir das schnell mal sagen? Ich sehe hier nur eine nicht verschlossene von Johnny. Ist das die richtige? Oh die ja, sorry. Das, ach, ist das ist ja beitreten. Aber jetzt habe ich sie jetzt verschlossen. Warte mal, okay. Ich kann leider, das geht nicht. Ich mache es dir. Ich mache es dir. Nee, weil es ist im Stream. Ja, aber du kommst als letzter rein.
Ach so, ja, okay, das ist gut. Also ihr müsst erst joinen, damit nur noch ein Platz frei ist, dann jetzt kann ich. Okay. Wir sind fast alle wieder da. Doch, ja, dann müssen wir jetzt nochmal dieselbe Taktik fahren, nur schneller. Und besser. Die Geschwindigkeit ist wichtig, dass man entsprechend schnell ist, ist klar. Und dann, also ich spamme Raffinerien. So. Also ich bin halt rich as hell. So, bei mir, wenn die erste Panzerbasis, die steht, die hat komplette Versklavung da drin. Ja, bei mir wäre es auch so. Also ich würde halt nach der ersten Raffinerie erstmal zwei Panzerfabriken und dann Raffinerien rauskacken. Nur ich kam irgendwie nicht schnell genug hin. Eine Fabrik weniger. Wie bitte? Ich habe eine Fabrik weniger und Johnny hat echt lange durchgehalten. Also du hast das alles mit einer gemacht? Ja. Und dann die zweite kam erst später. Ich danke dir erstmal für deine Hilfe und den Support. Helf doch gerne. Wollt ihr die Teams nochmal bisher, oder? Was? Willst du dich jetzt von mir trennen, oder? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass Maxim aus Team 4 rausgeht. Jetzt ist er in Team 1. Oder sein eigenes Team macht. Wunderbar. Ja. Jetzt ist eigentlich alles ready. Ich muss nur noch auf bereit klicken. Okay. Du auch? Hast du schon? Ich habe schon auf bereit geklickt. Denzel und Maxim fehlen. Maxim muss noch ready machen. Dachtest du, ich will mich jetzt. Ja. Ich dachte, du willst nochmal. Ich dachte, du willst. Wollen wir nicht mal die Teams verwechseln? So wenig Vertrauen habe ich in mein Team. Ja. Okay, wir machen das jetzt. Auch ohne mit dir abzusprechen, einfach so mal in den Raum gefallen. Wie soll ich mit dem Team so? Können wir die nochmal? Einer von euch vielleicht. So, ich mit euch jetzt wieder, na? Wir gehen ins Game. Ja. Hey, ihr müsst nochmal neu bereit drücken. Nochmal neu bereit drücken. Okay. Ich bin perma bereit. Okay. Okay, ready. Ready or not? Also, nur eine War Factory. Jetzt baut er wahrscheinlich zwei der Maxim. Was geht los? Okay, wir sind jetzt noch besser. Bist du motiviert nach dieser Ansprache? Der Schwächer verliert, packt den Panzer direkt neben meinem MBF. Alter, pack das Ding aus! Okay, bist du auch links? Ich bin links oben. Bestätigt. Bestätigt. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. In Ordnung. Links oben, Simon, wo bist du? Oh, ich höre dich gar nicht über die Kopfhörer, okay. Kopfhörer? Ich kann es gerade noch nicht sagen, ich glaube, ich bin oben. Ach, deswegen habe ich den Angriff nicht gehört. Wird gebaut. Ja, das kann gut sein, ne? Ja. Das kann echt gut sein. Die waren hier. Melde mich sehr befohlen. Rechts unten, sagst du, ja? Na, Moment, ich schau mal gerade. Ich bin oben rechts, oder? Ja, ich bin oben rechts. Okay, dann sind wir beide oben und greifen nach unten. Okay? Okay. Okay. Sehr gern. In Ordnung. Hier bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Bestätigt. Neue Bauoption. Wird gebaut. Denk dran, dass wir hier diese Brücken haben in der Mitte. Die kann man zerstören bei Dings, ne? Kann man? Ja. Aber diese Matschdinger glaube ich nicht. Nee, die Matschdinger nicht, ja. Nee. Okay, wir müssen dann doch fair spielen, leider. Ah, shit. Das machen wir. Aber die können es auch nicht machen, das ist gut. Wird gebaut. So, hier muss doch irgendwo eine Choke sein, wo man alle seine Einheiten auch mal sammeln kann, dass die irgendwie, wenn die angreifen. Konstruktion abgeschlossen. Ah, okay, wird da ist ja sogar eine. Wird gebaut. So, schnell die Waffenfabrik. Einheit bereit. Wird melde gebaut. Mich wie befohlen. So, ah, wir haben ja gemeinsame Kartensicht, weißt du? Jawohl. Ich habe vielleicht auch die falschen Panzer eben gebaut. Ist okay, Bob, es ist okay. Baust du nur. Oh shit! Der kommt schon, der. Was kommt schon? Ich kann helfen. Zwei Panzer und ein Raketendude. Nee, kommt nicht. Wollte mich nur ärgern. Nicht okay. Wollte mich nur ärgern. Alles gut. Ärgern. Konstruktion abgeschlossen. Was baue ich jetzt? Was baue ich? Hundezwinger. Neue Bauoptionen. Nee, shit, davon mehr. Konstruktion abgeschlossen. Komm her, ihr Hunde. Gestoppt. 300 braucht jeder. Jetzt bau die scheiß Waffenfabrik, Alter! Bau die Waffenfabrik! Wird gebaut. Oh nein, er kommt! Bestätigt. Wirklich? Ja, mit ganz viel Panzern! Oh. Ja, das ist halt. Warte, aber ich habe auch Panzer. Ich habe auch Panzer, ich kann auch helfen. Ist er bei dir schon? Ja, er hat gerade meine. Warte, ich schick dir meine Panzer. Zerstört. Ich schick dir alle. Ach, fuck. Ja, dann lass uns trotzdem mal. Lass uns halt trotzdem angreifen gleich. In Ordnung. Bestätigt.
Warte noch kurz, weil meine kommen gerade. Die sind gerade auf dem langen Weg zu dir, aber die dürften nicht mehr so lange. Okay. Ja, er hat mir jetzt nur meine Waffenfabrik zerstört. Jetzt sammeln sie sich jetzt. Ja, deswegen will ich dir ja. Okay, alles klar. Er hat viel größere Panzer als du. Okay. Es ist nicht die Größe, aber er hat größere Panzer. Ein bisschen macht es mir Angst. Er hat definitiv größere Panzer als du. Oh nein. Ja, ist das ist nur die Farbe. It's the pattern of the pants. So, sein V2 kann er auch mal schön gehackt legen jetzt hier. V0 ist es jetzt. So, ey, kämpfst du auch eigentlich oder verteidige ich dich ganz alleine? Du verteidigst mich gerade ganz allein. Ich muss meine Basis neu aufbauen und schieß Raketenwerfer raus. Na gut, dafür bin ich gut genug. Aber oh, er rennt mich auch an! Ah! Diese Hinterhältige! Na toll! Das war's. Das, ja, das war's leider. Wieder, das ist schon wieder. Ja. Das war's schon wieder. Ey, Scheiße, weiß nicht, wie das da passiert ist immer. Okay. Ah. Einheit verloren. Aber ich wehre mich. Nein! Das ist unfair. Ich bin pleite. Ja, ja, deine Basis ist auch down. Ja, gut. Einheit verloren. Ja, das ist dieses, ja. Ja, die haben einfach das, die ersten 5 Minuten sowas von besser drauf. Vielleicht sollten wir direkt auf Verteidigung gehen. Nicht damit, nicht Geschütze bauen. Ich glaube auch, wir sollten direkt auf Verteidigung gehen. Ich meine, das ist eine gute Idee. Lass das machen. Ja, aber ich glaube, Geschütze sind eine dumme Idee. Sondern einfach nur schnell viel bauen und nicht angreifen und warten. Okay. Oder? Ja. Die hören uns ja jetzt die ganze Zeit, ne? Nee, die hören uns nicht. Nee, die hören uns nicht. Also, das war richtig schlecht. Findest du? Ich find's besser als davor. Wir wären schon besser. Es war doppelt so gut wie davor. Ja. Ich hab das falsche Volk ausgewählt. Oh, na sowas. Hast aber Glück gehabt, dass du das gerade noch die Kurve gekriegt hast, ja, die gegen so uns, ne? Das war sicher ganz davor, knapp. Alles zu verkaufen. Ja. Okay. Und dann habe ich Hunde gesehen, die versucht haben, meinen Panzer zu töten. Okay. Aber wie kann man denn das falsche Volk wählen? Ist das nicht nur eine ganz kleine Nuance, in der die sich unterscheiden? Ja, ich habe nur auf den Bonuswert geguckt und ich dachte, der Bonuswert war für die Allianz. Und dann auf einmal bin ich Ukraine. Das geht gar nicht. Das war ein bisschen schwierig. Also, ich würde gerne nochmal. Ja, rein. Euch. Ist 1337 ja gerade. Uhrzeitmäßig sind wir richtig gut dabei. Könnt ihr nochmal. Habt ihr schon Level auf? Nee, Dings? Ein Server? Nee. Ja, doch. Johnny macht das auf. Ich sehe euch wieder zuerst rein und dann hack ich mich ins Passwort. Ach, das ist noch das alte. Ja. Okay. Okay. Ja. So, da bin ich jetzt auch drin. Bei Johnny. Also, ich muss sagen, das macht Bock. Ich wünschte nur, es wäre ein bisschen. Wir können auch mal eine andere Karte wählen. Etwas, die vielleicht ein bisschen größer ist. Nee, ich kann die Anfangsressourcen ändern. Dadurch wird es langsamer, wenn ihr wollt. Ach, langsamer? Nee, es wird schneller. Hör mal, es ist schon okay. Nee, ich kann es ja langsamer machen. Ja, weil ich weniger Kapital mache. Weniger, ja. Aber genau. Das ist doch doof, oder? Ja, weniger ist. Ja, ist ich kann auch mehr Start machen. Also, ich würde das ganze Spiel ein bisschen langsamer machen. Das geht kann das ich auch? Machen. Also. Ich würde ja, also bevor mal. Du jetzt alles machst, es reicht auch, wenn du einfach mal. Weil ich habe noch nie so schnelle Panzer gesehen. Ich weiß, Leute, dass man bei den anderen nicht hören kann. Entschuldigung. Also, okay, Entschuldigung. Also wir versuchen es jetzt noch einmal. Wir machen das Spiel ein Ticken langsamer, aber letztendlich müssen wir irgendwann ein 3 gegen 1 gegen Maxim. Oder, oh, lol. Also gegen einen von euch. Wer jetzt nochmal der Beste ist, Johnny oder Maxim, müssen wir irgendwann starten. Johnny macht. So, okay. So, wie ist offen? Ihr geht zuerst rein, weil ich krieg das Passwort. Ich sehe das Passwort, ne? Das ist das Richtige. Ja, das da. Okay. So, der Simon ist schon drin. Ja. Perfekt, da gehe ich jetzt rein. Durch meine krassen Hacker-Systems. Ich brauche nur meine Brille. Nee, das ist da Brille. Brille wäre gut. Boom. Ich bin schon drin, aber ich sehe nichts. Ah, doch, jetzt sehe ich was. Okay. Ja? Boah, warte, jetzt will ich mal das richtige Volk wählen. Ich weiß gar nicht, Denzel, sollte ich vielleicht auch Russland nehmen? Das ist, ja, Jacke wie Hose ich mach's eigentlich, glaube ich. Also, und frag mich nicht. Es ist so metamäßig, also Panzer, die Russen haben natürlich krassere Panzer, so, das muss man so sagen.
aber die sind halt teurer und langsamer. Aber sie haben dafür mit der Tesla-Spule sehr gute Counter gegen die kleinen, schnellen Panzer. Ja, aber als ob wir dazu kommen, die Tesla-Spule einzusetzen. Soweit kommen wir gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aktuell sehr gering, ja, weil natürlich der Pace krass ist. So, ich würde auch gerne auf die Karte klicken, um meine Position festzulegen. Ach, das kann man. Aha. Ich hoffe, dass es geht. Ja, das geht tatsächlich. Du hättest gerne da. Weil das ist nämlich, das ist ein krasser Stressfaktor for free. Aber auch jetzt nicht so geil. Okay, aber ist also random nicht netter? Ihr habt da irgendwie schon ja, gut, so viel Landmasse wie wir, oder? Weiß ich nicht. Ich nehme an, wir haben dafür mehr Ressourcen. Wir gehen unten, ihr geht oben, oder? Ja, das glaube ich wäre. Wir gehen oben. Hast du gehört? Ach so, warte mal, jetzt habe ich mich verklickt. Ja, dann gehen wir nach oben, okay. Ja, ihr geht hoch. Ist doch gut. Türkei gegen Russland. Ist okay. Nee, warte, jetzt bin ich immer verschwunden. Was denn jetzt? Ich klicke nochmal. Das macht ihr aber ist auch, so ist unnötig kompliziert. Ja. Das passt so. Ja. Bereit. I'm already. Ja. Bereit. Okay. Ich habe Bock zu zocken. Okay. Okay. Ich habe ja schon gedacht, dass es ein bisschen gleicher wird. Also ein bisschen. Okay. Ja, ich dachte auch. 3, 2, 1, Trimax. Hier sind ja schon drei Leute, die es gleich gut können, kann man, glaube ich, so sagen. Wir können ja auch, gab es nicht früher immer diese No-Rush-Regel? Naja, aber Rushen ist nun mal halt echt bei FPS, ja, ne? Gehört halt dazu. Gehört das dazu? Ich weiß nicht. Leider schon, ja. Das immer ich bin auch kein ohne Fan. Aber StarCraft kannst du aber gar nicht spielen. Auf ohne sowas. Konstruktion abgeschlossen. So, Erzrepp. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So, komm her, ich baue das Ding. Abgebrochen. In Ordnung. Ich meine, sterben die Leute nicht, wenn sie übers Gold laufen. Das finde ich echt. Oh ja, und es ist auch ein bisschen langsamer, ne? Cool. Jetzt ist es ein bisschen langsamer. Ja, guck mal, ich krieg nämlich echt Panik, wenn das alles so schnell geht. Ja, ja, gerade wenn man dann lange überlegt, wenn man was baut, ist es natürlich oft schon entscheidend, was man da irgendwie. Okay. Wie kommt man immer zum Dings zurück? H wie Home. Echt H? Okay. In Ordnung. Bestätigt. Also ich bin oben rechts. Okay. Ja, wir sehen uns, wenn du mal rüber scrollst, die sehen wir uns ja auch, ne? Ah, okay, offene Karte. Gut, das ist schön. Bestätigt. Boah, das dauert aber hier. Ich würde sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Möglichkeit der Ingenieure gibt. Falls vielleicht einer merkt, dass sie abgelenkt sind. Ja. Weißt du was, ich platziere schon mal im Osten und im Westen einen Ingenieur. Glaubst du? Na gut. Aber es ist die einzige Chance, um zu gewinnen. Ja, du musst ja auch bei denen reinkommen. Oh, shit, okay, ich sehe einen. Kriegen wir schon hin. Ja, ich habe einen Panzer von ihnen. Ach so, ja klar, du bist ja auch bei denen in der Basis. Ja, ja, ich sag ja nur, ich hab sie gesehen. Okay. Den Panzer habe ich erwischt. Einheit bereit. Immerhin mal ein Sieg. Ich würde gerne ein Radar haben gleich. Das wünsche ich mir. Ich baue jetzt ein Radar erstmal. Es ist so wichtig, ich sehe sonst nichts. Ja, Sir. Bestätigt. Bereit. So, zack, und dann bin ich. Bestätigt gebaut. In Ordnung. Ketenwerfer, Leute, du sagtest nur Defen. Einheit verloren. Einheit bestätigt. In Ordnung. Typen da. Erwarte Ihre Befehle. Melde mich wie befohlen. Einheit bereit. Wird gebaut. Sofort. Bestätigt. In Ordnung. Einheit bereit. Ja, Sir. Bestätigt. Wird gebaut. Konstruktion bestätigt. Abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Okay. Einheit bereit. Wer ist wusste das Ding? Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ey, du Schwein, was ist das denn? Wieso kommt denn der von links? Da geht's lang, oder was? Scheiße. Bestätigt. Bestätigt. Einheit verloren. In Ordnung. Einheit verloren. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Okay. Wird gebaut. Wird gebaut. Da kommt er wieder. Der will mich voll ärgern. Einheit bereit. Wird gebaut. Und der Facker, der fährt immer in mein Erzfeld, sodass, wenn ich ihn anschießen muss, das kannst du mir nicht jetzt, dass die wissen genau Bescheid, die kennen voll die Tactics. Bestätigt. Wird gebaut. Ja, Sir. Shit.
Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Einheit bereit. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Okay, ich greife ihn mal unten an und harasse ein wenig. Sofort. Mach das mal. Ja, Sir. Einheit bereit. Wird ja, gebaut. Sir. Die Mann, diese Panzerüberfahrscheiße ist aber auch ein Kack. Wird bestätigt. In Ordnung. Die Panzer sind wie schnell sind die eigentlich? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt komm, mach den doch mal platt, ist doch nur ein dummer Panzer! Ah! Das ist so scheiße manchmal hier! Ja. Energieniveau kritisch. Bereit zum Einsatz. Wird gebaut. Energieniveau kritisch. Skillniveau ist kritisch. Einheit bereit. Bestätigt. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. Stopp. Ja. Wird gebaut. Also ich glaube, das ist schon wieder gelaufen, weil ich habe hier die ganze Zeit, ja. Ich habe Einheiten gebaut, die zu Fuß laufen und er fährt mit seinen schnellen Panzern, der braucht da wirklich nicht viel. Wird gebaut. Ja, ist schon vorbei. Das ist leider sehr unausgeglichen. Ich habe es das letzte Mal in der 90er quasi, ne? Richtig hardcore. Naja, da hat sich viel getan, Mann. Es gibt richtige Pros hier. Ich habe natürlich nur den Singleplayer gespielt, aber wie gesagt, ich habe mich gut gefühlt hier mit der Möglichkeit zu rushen und so. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es lief ganz gut. Aber wir haben halt dann doch keine Chance. Aber wir sind nicht so scheiße, wie du vielleicht denkst. Jetzt zum Beispiel wehre ich einen Angriff ab, da wird er verlieren. Hat er wahrscheinlich gedacht, ist easy. War's dann gar nicht. Wird gebaut. Ja, Sir. Sofort. Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Ja, Sir. Bestätigt. Sehr gern. Bereit zum Einsatz. Sofort. Einheit. Wird gebaut. Einheit verloren. Melde mich wie befohlen. Natürlich. Wird gebaut. Ja, Sir. Sehr ja, er flüchtet! Er flüchtet sich! Ja, Sir. So, jetzt wird hinterhergerannt natürlich. Okay, meine Feigling erkannt, Feigling gebannt. Ist dahin. Ja, Sir. Also er fühlt sich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Die haben schon gut auf den Sack bekommen. Ja, Sir. Du bist tot? Ja. Oh, scheiße. Ja, dann war's das ja eh. Melde mich. In Ordnung. Gestoppt. Abgebrochen. Wer ist denn blau gewesen? Sieht man gar nicht, leider. In Ordnung. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Also wenn jetzt nicht gleich einer den Kollegen hilft hier, dann kriegt der schön auf den Sack. Um mal ehrlich zu sein. Okay. Deine Basis ist. Ach, ich werde angegriffen, ne? Ich guck da jetzt hin und sind 20 Panzer. Das sind die Panzer, die gerade bei mir waren. Ja, gut. Dann soll er halt mal gucken. Ah, wie feige, ey. Wie unfassbar feige. Jetzt hört er hier auf. Das ist ja lame, Alter. Ja. Wir hätten Dune 2 oder so spielen sollen, auch wenn es keinen Multiplayer hat. Oh, schade. Ah. Oh Mann, ey. Also das war auf jeden Fall ganz geil. Ja. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Ah, ich kam auf jeden Fall besser rein. Mhm. Stimmt, gut machst du. Da suchen wir weiter die positiven Punkte. Ich bin es zweiter. Hat doch definitiv Spaß gemacht. Es war echt spaßig, muss man sagen. Ja. Aber wir kriegen halt einfach auf den Sack. Wie wär's denn nochmal mit 3 gegen 1? Ja. Ja, würde ich sagen, als grüner Abschluss. Grüner Abschluss, aber dann genau. Also hat euch das Tempo gefallen? Das war besser, oder? Ich fand's besser, ja. Man kann ja, wenigstens nochmal nachdenken. Aber mit dem Spieltempo würde ich mir 3 gegen 1 trauen, ja. Okay. Weil wenn es zu schnell ist, dann habe ich keine Chance. Also, okay. Ein bisschen schneller vielleicht. Okay. Dun, 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 dun. Ja, ist krass, ne? Hier, Johnny. Wir könnten doch auch mal ein bisschen üben. Du könntest mir das doch mal beibringen, da ich auch so gut bin.
Wer ja, also im Prinzip gibt es halt viel, gar nicht so viel. Also das Problem ist halt, ich weiß gar nicht, ob es so Production-Menü-Geschichten gibt. Normalerweise legt man sich ja bei StarCraft so alles auf 1 und 2 und 3, die ganzen Gebäude und macht die parallel die Producing. Das zum Beispiel mache ich gar nicht. Das weiß ich nicht, wie das geht. Ich glaube, es gibt noch für alles Hotkeys. Das haben sie ja geändert. Ja, du kannst Steuerung 1 und so, genau. Und dann genau, halt Steuerung 1 für die Einheiten geht, aber für die Bildproduktion, es gibt ja einige, die quasi mit Hotkeys bauen. Oh, krass. Das mache ich zum Beispiel nicht. Nee, ich nehme an, dass man sich dann die Gebäude wahrscheinlich auf die Nummern legt oder so. Aber ja, das wäre eigentlich sehr smart. So, das ist halt so eine ganz praktische Mechanik. Ich weiß nicht, ob es eine Karte gibt, wo 3 gegen 1 haltbar ist. Ist natürlich auch Leipzig. Ich dachte, das passt. Alter, ich halte Leipzig. Du bist hier unten und schau mal genau hin. Bei mir ist das Leipzip. Leipzip? Na gut, die Lizenzen für Leipzig sind auch unfassbar teuer. So. Zack, zack, zack. Der Chat fühlt sich auf jeden Fall gut unterhalten und hat auch eine Menge Tipps parat. Ja, wenn man sie nur nutzen könnte. Die Zeit haben, sie zu nutzen. Ich gehe mal oben links hin. Darf ich das überhaupt auswählen? Nee, was machst du? Ich wollte gerade oben links auswählen. Also ja, alle Maxim gegen wen? Denn? Alle gegen Maxim, weil dann müssen wir ja noch Teams einstellen, ne? Ach ja, stimmt. Die Teams. Ich mach für euch. Machst du? Okay. Was machst du? Also Maxim, du bist unten rechts, glaube ich, okay. Das ist am fairsten. Ist das so? Ich glaube schon, hat am meisten Abstand. Dann möchte ich am meisten Abstand von Maxim haben. Wo du willst also Pocket sein, ne? Du willst zwischen den beiden. Einfach, ich will irgendwo an den Rand. Ich will aus der Ferne zugucken mit meinem Fernglas. Ich würde gerne sagen, ich würde gerne zuerst ein 2 gegen 1 machen. Ja, aber da muss ja einer zugucken, ne? Ja. Das könnte, ja. Also, Kacke, du wirst sehr schnell ein 2 gegen 1 haben, glaube ich, jetzt. Ja, denke ich auch. Du wirst ja jemanden schnappen, den killen und dann ist es 2 gegen 1. Dann ich meine, das kann man sich auch nicht aussuchen. Bist du schon mal die Straße lang gegangen, in die dunkle Gasse und dann kommen da Typen und du sagst, nee, bitte nur gegen 2 oder was? Das kommt so ein kleiner Panzer. Ja, das ist natürlich ey, nicht aber schlecht. Es macht direkt Bock, oder? Es ist wirklich ein gutes Spiel. Es macht nach all den Jahren immer noch Laune. Ja, also vor allen Dingen, ich hab ein bisschen online so geguckt, wie die Leute so metamäßig spielen. Die haben doch spezielle Karten dann, wo du halt richtig viel Ressourcen und sowas hast. Also dann quasi eine Ressourcenhälfte hast und da gehen dann Matches einfach über Stunden gefühlt. Ah, die hast du die alle reingepfiffen? Die habe ich früher aber auch immer. Als ich gesehen habe, dass die eine Stunde zocken, dachte ich, Alter, bitte so nicht. Dachte ich, oh, Alter, dann zieh ich mir die ganze Nacht rein. So will ich nicht spielen. Ja. Das war kompletter Horror. Das konnte man sich gar nicht geben. Aber ja, die Variation ist gering, ja. Ja, diese Karten früher habe ich auch mal gebaut, wo man dann einfach hier noch Erz und mit dem Pinsel überall das Erz und das Gold hin, das war geil. Karten bauen, meinst du? Ja, immer ja, in der Mitte einfällt, die dümmsten Maps ever. Jeder hat so sein Ding. Ja. Wer fehlt denn noch? Einer fehlt. Alle sind ready. Johnny muss Start drücken. Ja. Ja, dann gib ihm. Okay. Ja, da können wir sogar fast im TS bleiben, oder? Nee, weiß ich gar nicht. Doch, können wir in der Theorie. Ja. Okay. Also das Wichtige, Leute, um Maxim zu schlagen, ist groupen, ne? Okay. Groupen. Nee, ohne groupen. Du bist schon one by one. Nee, groupen. Alle einzeln. Groupen. Aber das Schöne ist... Ich bin eh besser als Maxima, also eigentlich ist Free Win. Oh mein Gott. Sehr witzig. Wo ist Johnny? Ich habe ungefähr 3 Minuten gespielt und das Spiel verstanden. It's time to die. Time to die. So, na gut. Da muss ich jetzt also meine Trumpfkarte ausspielen und wir spielen mit Schiffen. Ernsthaft jetzt? Nein, das kriegt ihr doch ganz rechtzeitig hin. Er meint, er geht kacken. Er geht eins schiffen. Ich gehe eins schiffen. Ja, ja. Oh, die Karte ist aber relativ freundlich. Da kann man mitspielen. Da wird schon geballert. Ah, hier unten, ja, da bin ich schon direkt beim... Okay, das ist die kleinste Karte, die wir bisher gespielt haben. Optimal natürlich. Ey, aber du greifst jetzt nicht direkt mich an, weil das haben wir so nicht besprochen. Optimal! Die Regel ist, alle fahren am Anfang direkt zu Maxim, Leute. Ja, Maxim fährt gerade zu mir, scheinbar. Das stimmt. Hallo, können wir alle nach unten links, bitte? Alle nach unten links. Sehr gern. So. Ich sag mal so, wenn ich das gewinne, wie lost müsst ihr da sein? Ich höre immer dieses... So, ja gut. Komm, wir gehen blau. Das ist jetzt natürlich auf schwer. Lass uns noch mal nach rechts gehen, dass wir das ein bisschen aufdecken. Dann sehen wir früher, wenn die kommen. Ich bin in seiner Base. Wenn ihr jetzt kommt, ist, glaube ich, free. So. Also jetzt habe ich eine Panzerbasis. Ich bin auch dabei.
Nee, ich habe erstmal nur einen Sammler. Ja, okay, jetzt kriegst du halt echt von allen Seiten. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Das ist aber ich genieße also, das trotzdem. Counterplay ist da. Konstruktion abgeschlossen. Ich baue hier in Ruhe meine Basis. Endlich komme ich mal in Ruhe dazu. Das macht Spaß. Hier will ich wohnen. Scheiße, der repariert wie ein Wahnsinniger. Aber jetzt komme ich mit meinen Raketen. Alter, was denkst du, was du bist? Tom Taylor. Das war close. Du bist jetzt weggeballert. Ich meine, drei Units gegen 12. Nur fair. War schon. Knarz. Ich sag mal, ich hab fast meine Panzerbasis. In Ordnung. Wenn die raus ist. Ah, jetzt habe ich keinen Strom. Nice. So. Holt euch die Gebäudepunkte, Leute. Energieniveau niedrig. So, jetzt geht's los. Du bist ja auch echt low energy, ey. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Bauoption. Sehr gern. Melde mich wie befohlen. Gut. Hätten wir das Balancing-mäßig jetzt auch geklärt? Melde mich wie befohlen. Ja, jetzt wissen wir's. Eine gute Kartenwahl war von Johnny. Du bist also gar nicht so gut. Bin gar nicht so gut. Ja, ist gar nicht so gut. Ich würde sagen, um jetzt rauszukriegen, wer der Beste ist, spielen wir 3 gegen 1 gegen Johnny. Was ist schon? Ich höre das nicht. Das okay. Aber Denzel hat es schön gebaut. Oh Mann, ich habe wirklich eine richtig schöne Basis. Ich lade euch am Ende des Tages in meine Basis ein. Die ist wirklich schnieke. Oh. Ihr wollt nicht mehr nach Hause. Guter Tipp aus dem Chat. Ich mach mal 2 gegen 1 gegen dich. Ich gucke eine Runde zu. Ja, Johnny will eine Runde zugucken. Das ist eine gute Idee. Ich habe einen guten Tipp aus dem Chat und zwar ohne Einheiten starten. Wäre das nicht. Ja, das ist für so. Weiß nicht was? Ja, das ist eine gute Idee. Du musst oben rechts auf hosten. Achso, hallo, so, liebe Liebenden, die Regie ist hier. Hallo, Regie. Hört ihr mich? Ja, leider. Das tut mir leid für euch. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Ja, ja, wir haben gewonnen. Genau, das sind die guten Nachrichten. die schlechten sind, wir haben ein wenig leichte Soundprobleme in Berlin. Das heißt, man hört den guten Johnny nicht und Gott sei Dank auch die Rocket Beans nicht bei Maxim. Ja, man hört quasi nur mich. Das genau, ist ein Audiobook. Deswegen, es war super cool, auf jeden Fall zuzugucken, aber wir haben jetzt gleich das nächste Segment und würden jetzt auch gleich rübergehen zu den guten Hamburgern, weil da wird jetzt gleich FIFA gespielt. Ich verstehe. Genau, genau. Deswegen. Ihr seid instruiert. Ihr dürft jetzt langsam quasi zu Ende kommen und wir schalten euch dann um. Okay. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, euch auch. Dankeschön. Und an der Stelle nochmal ein Dank an die anderen Leute, die jetzt gerade mitgemacht haben. Wir spielen also keine Runde mehr, oder? Sondern ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber ich finde, unentschieden kann ich mit leben. Ja, ich finde, unentschieden ist gut. Ja. Ich möchte nochmal sagen, das hat richtig Spaß gemacht und gerne können wir das außerhalb der Reihe hier, außerhalb Hamburg gegen Spandau auch nochmal spielen. Irgendwie übernächste Woche. Die Leute wollen es auf jeden Fall. Die wollen eine Fortsetzung. Ja, Hardengate. Ich habe 100% Winrate, will ich an dieser Stelle sagen. Das kann ich nicht bestätigen. Cool, okay. Was du nicht hast, ist 100% Bescheidenheit. Ja. Ja, auch das. Gut, und 100% rein, ne? Kein Sound. Ja, na gut. Danke, Hammer. Wir machen dann jetzt hier auch Schluss, glaube ich. Ich weiß nicht, was läuft, aber wie ihr seht, es geht FIFA, sagte er, glaube ich. Direkt weiter. Ne? FIFA kommt als nächstes, da weiß ich, wer ist der Nils und der Ede wahrscheinlich auch. Wobei Ede ist vielleicht auch noch in Spandau. Nils, ne? Und Redezeit. Genau. Nils und Revenzeit spielen jetzt gegeneinander. Das wird richtig hart, weil ich weiß, der Nils, der ist normalerweise sehr unemotional und der sehr stringent und gerade raus. Sobald er aber in FIFA aufs Maul kriegt, ist dessen Tag ruiniert. Das ist wie wenn der HSV spielt, sein Herz trägt er dann am Fußballfuß. Das wird richtig hart, freut euch drauf. Und ich hoffe sehr, bitte einmal nur, dass der Nils verliert. Oh ja. Ich geb's zu, einmal nur, bitte, mit Gefühl. Viel Spaß euch und noch viel Spaß hier bei unserem großartigen Programm. Bis dann.